Habe heute ganz viele tolle Sachen erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie gut du das Thema Fasten kennst oder wie intensiv du dich schon damit befasst hast. Ich habe es im Rahmen von Get-Free-Begleitungen gemacht, aber nie ein Vollfasten gewählt. Man kann ja Social Media fasten, Obst fasten oder wie Daniel beschreibt im Daniel 10, kannst du das nachlesen, dass er auf Wein, köstliche Speise und Fleisch verzichtete und sein Haupt nicht mehr salbte. Das nennt man dann dieses 21-tägige Daniel-Fasten. Ich persönlich faste, um eine intensivere Zeit mit Gott zu haben. Es macht wirklich was, das kannst du mir glauben. Es geht nämlich sehr viel Energie weg, die der Körper braucht, um Nahrungsmittel zu verarbeiten. Natürlich muss man irgendwann auch mal wieder essen. Und ich hatte ja eigentlich nicht so viel Ahnung. Ich hatte das Wort Fastenbrechen noch nie gehört vorher. Dass man nach einer Fastenzeit nicht gleich wieder normal essen soll, habe ich gestern Abend gemacht, war nicht sehr schlau, hatte ein bisschen Beschwerden. Aber weißt du, was das Schöne ist, wenn man noch über sich selbst lachen kann? Heute auf meinem Gebetsspaziergang gab mir Gott Worte der Erkenntnis, habe in Zungen gebetet und plötzlich wusste ich, was ich da gesagt hatte, weil das Zungengebet ist ja im Geist, betest du da nicht im Verstand. Und ich wusste, Gott sagte mir, du bist ein Diamant, du bist noch ungeschliffen, also noch nicht überall so geschliffen, wie es sein soll, aber ich werde dich schleifen, dass du ein geschliffener Diamant wirst und es wird nicht immer nur angenehm sein. Ich ging dann den Berg runter, da sah ich von weitem einen Mann auf so einem speziellen Sessel, so eine Art Bananenform sitzen. Von weitem schon und Gott sagte, frag ihn, ob er einen Sohn hat. Ich kam näher und sah plötzlich eine Tochter hinter ihm, dachte, ja, okay, habe ich wohl falsch gehört. Aber ja, war gehorsam, ging hin, sage ich, entschuldigen Sie, haben Sie einen Sohn? Der war ja vorher die ganze Zeit auf seinem Handy, hatte keine Augen für seine Tochter, aber in dem Moment, wo ich das frage, schaut er nach hinten zu ihr und sagt, nein. Ich habe ihm dann einen schönen Tag gewünscht. Und für mich gab es dann zwei Möglichkeiten. Ja, es stimmt, er hat keinen Sohn. Oder nein, es stimmt nicht. Gerade weil er so komisch zu seiner Tochter schaute. Mein Eindruck war ja, oder das Wort der Erkenntnis, er hat ein Kind gehabt, es lebt nicht mehr. Oder es ist für ihn wie tot, weil er keinen Kontakt hat. Danach überholte mich eine Frau, die so dünn war, also ihre Oberschenkel waren so wie das hier, noch dünner. Sie hatte Kopfhörer in den Ohren. Ich bin hinter ihr hergegangen. Trotzdem, dass sie ein schnelles Tempo hatte beim Gehen. Und ich habe einfach so gesungen für sie, so Heilung und Segen und so. Gott wollte, dass ich sie anspreche. Ich sage, ja, da musst du eingreifen, weil die läuft so schnell. Siehe da, die Ampel wurde rot und gefühlte 5 Minuten blieb sie rot. Ich sprach die Frau an, sagte, darf ich was sagen? Sie nahm die Kopfhörer raus. Ich sagte, hey, du bist geliebt, du bist kostbar. Hast du einen Verlust erlitten? Ist jemand gestorben? Ich hatte den Eindruck, Schwester oder ein Partner. Sie sagt, ja, ich habe einen Verlust erlitten, aber auf die Frage, ob es die Schwester ist, sagt sie nein. Ich sagte dann, weißt du, Gott liebt dich und erzählte die Geschichte von einer Freundin, die mit 22 an Magersucht starb in der Schweiz dieses Jahr. Weißt du, du musst nicht so viel essen wie ich oder so, aber bring deinen Verlust, deinen Schmerz vor Jesus, vor Gott. Er wird dir helfen, so wie er mir geholfen hat. Sie meinte dann nur, ja, Gott gebe ihr immer wieder Kraft. Fand ich sehr, sehr schön. Ich segnete sie und ging. Unterwegs gab es viele Leute an der Isar.
und das Wetter genossen. Und ich machte bei zwei Gruppen Fotos, dass alle auf die Gruppenbilder kamen. Der Impuls kam dann, solche Fotos, solche Erinnerungen müssen wir uns manchmal kreieren, weil wir Menschen wie das Volk Israel gestern in Ägypten Freiheit erlangt aus der Sklaverei und heute murren wegen Wassermangel oder Essensmangel. Oder weil wir Abwechslung im Speiseplan wollen. Ich hatte jahrelang einen Ermutigungsordner benutzt, wo ich Screenshots reinmachte von Freunden, die mir nette Nachrichten schickten. So, wenn dann mal eine Krise kam, wo der Teufel sagte, du bist nichts, du kannst nichts. Keiner mag dich. Wie auch immer er redete, der Ordner half mir, dem die Wahrheit entgegenzuhalten. Und natürlich viel besser noch als ein Ermutigungsordner ist das Ermutigungsbuch, die Bibel. Es kam dann der Impuls wegen Esau und Jakob. Gott sei Dank ist unser Vater nicht Isaac, sondern Gott, und er hat mehr als einen Segen. Nicht wie Isaac dann nur noch für Jakob den Segen hat und für Esau nichts mehr. Wir sind alle, als wir noch nicht mit Jesus unterwegs waren, so Betrüger gewesen oder Lügner oder Gesetzesbrecher wie der Jakob. Die einen mehr, die anderen weniger. Wir alle haben verfehlt, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Und Jakob hat gelungen, auch wenn es auf illegale Weise war, um das Erstgeburtsrecht. Und wir sollen nicht wie Esau es einfach billig verkaufen wie ein Linsengericht. Wir sollen es als Vorrecht sehen, dass wir Kinder Gottes werden können und dass Jesus der Erste ist, der uns vorausgegangen ist. Hey, das ist was Wertvolles. Das ist wertvoller als alles Weltliche, alles Sichtbare, was du sehen kannst. Und wir können wie Jakob herrschen, aber zuerst mal sollen wir über uns und zum Beispiel über dieses Organ, die Zunge, die ganze Waldbrände verursachen kann, herrschen. Wir sollen aber auch über Umstände herrschen, denn wir sind nicht Opfer der Umstände. Wir stehen auf dem Felsen, der ist Jesus. Wir sind Täter des Wortes Gottes und über dämonische Mächte, nicht über andere Menschen. Gott möchte uns segnen. Gott will uns segnen. Gott wird uns segnen. Wie Jakob gesegnet wurde von Isaac, der nichts mehr sah, nur dass Gott ganz genau weiß, wer sein Gegenüber ist. Wir können uns bei ihm nicht verstellen oder irgendwelche Fälle anziehen, dass er meint, wir seien jemand anders. Begreife, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, ein Königskind. Kam dann auch noch der Impuls, dass da noch ein Rest meiner Kindheit ist. In dieser gab es emotionale Zuwendungen. Nicht, also einfach in Form von Essen, Dach über dem Kopf und Geld. Und da leide ich immer noch ein bisschen. Meinem Mann gegenüber habe ich dann noch sehr viel Luft nach oben. Wurde mir bewusst, dass ich das ähnlich mache, wie meine Eltern es bei mir taten. Und das ist nicht gut. Ich muss da Jesus ähnlicher werden. Ich war um 4:45 an der Brücke zur Brudermühle und wusste, ich muss 5:45 die U-Bahn in Thalkirchen erwischen und dachte, Herz, stoppe die Zeit, dass ich diese U-Bahn erwische, weil normalerweise ist eine halbe Stunde sehr knapp bemessen. Und stell dir vor, in 10 Minuten war ich bereits dort beim Tierpark, beim Wald. Es war, wie wenn Gott die Zeit gestoppt hätte oder mir Turbo gegeben hätte zum Laufen, zum Gehen. Ich fahre nach Israel am 9. Juni, weil mir die Reise geschenkt wurde und es hieß, die Einreiseformulare kann man ab 48 Stunden vorher ausfüllen. Was macht Andrea, das kluge Mädchen, wieder? Hatte den Eindruck, ich soll das ein bisschen üben, dass ich dann nicht so nervös bin vor dem Abflug, das schon mal ein bisschen so ausfüllen, zum sehen, was da so kommt, und ich kann ja dann jede Zeit wieder rausgehen. Ja, denkst du, am Schluss hatte ich plötzlich eine E-Mail, sie haben sich erfolgreich angemeldet. Da dachte ich, oh nein, wie erkläre ich jetzt das dem Veranstalter, das gibt wieder Umtriebe. Der hat sich das dann angeschaut und gesagt, es scheint alles richtig zu sein, und hat heute in den Chat der
Gruppe gepostet, dass es jetzt neu ist, dass man 10 Tage vorher es schon ausfüllen kann und ich bin fein raus. Halleluja. Und noch ein letztes schönes Erlebnis. Meine geistige Tochter Joy hat mir erzählt, auf einem meiner Videos, die ich heute hochlud, nämlich die Pfingstkonferenz mit Gabi Wendland Nummer 2, sei am Schluss, so ich über den Heiligen Geist rede, so ein Rauschen zu hören. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Es war ja hier kein Fenster offen. So genial, was man manchmal so entdeckt. Special Effects von Gott. Er ist ein Gott der Wunder, der mich immer wieder überrascht. Und ich bin jetzt schon gespannt, was am Pfingsten kommt. Morgen. Du auch? Wir wollen offen sein und Gott nicht limitieren. Halleluja. Amen.